Weniger Personal, weniger Menschen, weniger Arbeitsstunden, weniger Kosten. Der Mähdrescher hat das Leben auf dem Land total verändert. Der Mähdrescher ist keine europäische Erfindung. Der Mähdrescher ist erfunden worden in Australien. Das waren Riesenmaschinen für riesige Betriebe, große Betriebe. Und natürlich sind die auch schon nach Europa gekommen. In 20er Jahren sind über 100 Maschinen hier eingesetzt worden in Europa. Und da haben wir völlig versagt. In Amerika, große Flächen, wenige Leute, war der Zwang, maschinelle Lösungen zu finden, viel größer als in Europa, wo es ja Erntebrigaden, Erntekolonnen gab. Die Ernteverhältnisse waren völlig anders. Das Problem war, dass das Klima hier anders war wie in Amerika. Und in Amerika konnten sie trocknen ernten mit trockenem Getreide. Und hier hatten sie feuchtes Getreide. Die Anforderungen einer Maschine sind ganz andere als in Europa. Und das hat dazu geführt, dass die Landmaschinenhersteller damals alle die Finger davon gelassen haben. Die haben gesehen, die Technik ist interessant, aber bei uns klappt das nicht. Professor Formfelde, der eigentliche Vater der Mähdrescherentwicklung bei Glas. Der hat also das Ding in Amerika gesehen und hat erkannt, das ist etwas Phänomenales. Und hat versucht, deutsche Hersteller heiß zu machen, so eine Maschine zu bauen. Und die haben alle relativ schnell kalte Füße bekommen. Die großen etablierten Betriebe hatten auch gar kein Interesse. Die bauten Dreschmaschinen und bauten das ganze Gerät für die alte Erntekette. Und das wäre alles in Frage gestellt worden. Die hatten gar kein Interesse, dass der Mähdrescher sich durchsetzte. August Claas war anders. Er war zu begeistern. Und dann hat Professor Formfelde ihm seinen Mitarbeiter, Dr. Brenner, dann zur Seite gestellt. Da gibt es eine kleine Firma, die ich kenne, die sind sehr, sehr aufgeschlossen, modern und können eigentlich alles. Wir sollten uns mal an die kleinen Firmen wenden. Fahren Sie mal zum August Claas, der scheint mir der richtige Mann zu sein. Und mein Vater hat dann natürlich dann keine Scheuklappen und hat dann sehr nüchtern gesagt, dass die Sache lösbar war, technisch, das Dreschen auf dem Feld. Dr. Brenner kam nach Hasewinkel, wurde engagiert, wurde Chefkonstrukteur. Und dann sind die beiden hingegangen, haben die Elemente des Mähdreschers versucht, auf deutsche Verhältnisse zu übertragen. August Claas hat ja damals diesen berühmten Ausspruch getan, dann mache ich es eben allein. Und das hat er dann ja auch gemacht. Und ich glaube, das hat die Firma und auch die Familie sehr geprägt. August Claas als alter Lohnunternehmer hat die Sache in die Hand genommen mit Brenner und haben als Vorbild genommen die existierenden Maschinen bei der damaligen Erntekette, den Gabenbinder und die Dreschmaschine. Und hat diese bewährten Elemente genommen, beim Gabenbinder das Schneiden, das Fördern und den Dreschprozess aus den Querdreschmaschinen. Das hat er zusammengesetzt und daraus einen Mähdrescher gebaut, aus diesen Komponenten. MDB. Mäh, Dresch, Binder. Besonders häufig wurde erzählt von diesem Moment, als der MDB rauskam und sich der große Traum meines Großvaters erfüllte, diesen Mähdrescher auf den europäischen Markt zu bringen. 1936 kam dann der erste richtige MDB auf den Markt. Da stand eine Maschine, groß, für viele Leute, wenn man so will, eine Wundertüte. Und die jetzt zu vermarkten oder in den Markt zu bringen, würde ich sagen, ist wieder ein genialer Akt von Claas gewesen. Diese Schlacht bei Czernitz, ein Ort in Sachsen-Anhalt, wo man dann den Mähdrescher vorgeführt hat und inszeniert hat. Mein Großvater hatte natürlich eine gewisse Betriebsgröße, die es ermöglichte, auch größere Maschinen, auch neue Maschinen einzusetzen und auszuprobieren. 1936 hat Claas eben hier den ersten entwickelten Mähdreschbinder ausprobiert und das Ding zum Laufen gebracht. Das war die Maschine Nummer 1, die hier eingesetzt wurde. Die hat mein Großvater, als sie dann lief, auch übernommen. Und mein Großvater hat dann die 10. und die Geschichte erzählt, auch die 100. Maschine gekauft aus der Produktion. Eine ganze landwirtschaftliche Facette wird durch den MDB revolutioniert, die Getreideernte. Drei Leute mit Hilfe des MDB schaffen dieselbe Ernte wie vorher, etwa 45 von Hand. Das war ein Quantensprung im Bereich der Erntetechnik, der da gelungen ist, der eigentlich das Bild in der Getreideernte nachhaltig verändert hat. Und wie diese großen Landwirte den Mähdrescher sahen, haben sie gleich 3, 4, 5 Stück angeschafft davon.
Das war der erste Mähdrescher, der in Serie ging und davon sind 1500 gebaut worden etwa, dann kam der Krieg. Der MDB war ja auch ein ziemlicher Schnellschuss. Das war ein Versuchsmuster, was arbeitete, was bewiesen hat und vor allen Dingen, das war ja auch wichtig, dass der Mähdrescher doch funktioniert. Das Verfahren war klar, das war jetzt erprobt durch den MDB. Und dann ist man hergegangen und hat auch ein völlig neues Prinzip entwickelt. Das war die gezogene Maschine, super. Während des Krieges verbotenerweise entwickelt, also auf Sparflamme, zur Serienreife gebracht nach dem Krieg. Der Super war eigentlich unschlagbar. Die beste gezogene Maschine auf dem Weltmarkt. Die hat sich dann sehr schnell verbreitet. Erst in Europa und dann weltweit. Da hat ein Bauer dann 10 Stelle satt gemacht. Also zwischen 1900 1:3 zu 1950 1:10. Und für uns als Landwirte war eben die Revolution dadurch, dass wir eben eine größere Schlagkraft hatten. Das hat also die Rentabilität der Betriebe wesentlich befördert. Das war die zweite technische Revolution. Die erste war der Traktor und die zweite war der Mähdrescher.